Hallo, Informationen über ein YouTube-Video auslesen, um dieses Ziel zu erreichen, also Informationen über ein YouTube-Video zu bekommen, die man hier überall auf der Website findet, zum Beispiel die Anzahl der Aufrufe oder die Anzahl der Likes oder der Titel, nutzt man ganz einfach die YouTube Data API, gibt man Folgendes in den Browser ein: gdata.youtube.com/feeds/api/videos/ dann die Video-ID. Die findet man zwischen Watch-Fragezeichen V ist gleich und dem Unzeichen, das ist die ID vom Video. Dann Fragezeichen V ist gleich 2, Version 2 also, und Zeichen Alt ist gleich JSON C. Also im JSON-Format. Dann bekommt man diese Ausgabe. Also Informationen zum angegebenen Video im JSON-Format. Fügt man am Ende noch ein Unzeichen Pretty Print ist gleich True hinzu, bekommt man eine bessere Übersicht. Die Ausgabe ist nichts weiter als ein String im JSON-Format, der dekodiert werden muss. In PHP könnte dies so aussehen. Ganz oben legt man die URL fest, die ich gerade eingegeben habe, und dann liest man den Inhalt der URL aus mit der Funktion File-Get-Contents und dann dekodiert man den Inhalt und schreibt den Inhalt wieder in eine Variable. Bei mir hier heißt die Variable J. Und dann gibt man den Inhalt einfach aus mit Echo. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Das sind die beiden Echo-Kommandos. Einmal Title, Title und die Anzahl der Aufrufe. Das ist hier Data View Count. Einzelne Angaben können nun mit dem Muster ausgegeben werden. Das funktioniert auch per Python. Und das Python-Skript könnte dann so aussehen: Man importiert das Modul URL-lib2 und außerdem noch SimpleJSON. Dann legt man wieder die URL fest. Dann öffnet man die URL. Dann liest man den Inhalt der URL aus und übergibt den Inhalt an die Variable Content, und die Variable Content, also den Inhalt, dekodiert man dann wieder und schreibt den Inhalt dann in eine andere Variable. Und die Variable liest man dann einfach aus und die Ausgabe passiert dann mit dem Kommando Print. Eigentlich vom Prinzip her genau das gleiche. Und das Ergebnis sieht dann wieder so aus: Python, Leerzeichen, das Skript heißt p.py. Und das ist die Ausgabe. Ciao und viel Glück.